never snitch. That's all my kid. Wir alle lieben TikTok, wir alle sind viel zu viel auf TikTok. Warum TikTok immer schlimmer wird, die Reaktion vom einzig wahren Leon Band Reaction Channel, Diggi. Auf geht's, meine Freunde. Jetzt bin ich schon gespannt. Das hier war TikTok früher. Und das ist TikTok heute. Könnt ihr mir Trinkgeld geben? TikTok. Digga, was stand da gerade? Dauer-Battle-Sendung. Früher. Und das. Digga, Dauer-Battle-Sendung, das hittet bei TikTok aber ganz anders. Wenn alle TikToker immer am Cash-Geiern sind, Digga, diese TikTok-Battles, die sind stabil, man. Das ist TikTok heute. Könnt ihr mir Trinkgeld geben? TikTok startete noch vor einigen Jahren als eine harmlose Plattform für lustige Lip-Sync- und Tanzvideos. Ja, Mann, mittlerweile kann man als TikTok-Nutzer aber gar nicht mehr übersehen, dass die einstige Spaß-App immer schlimmer, extremer und grenzwertiger wird. In diesem Video wollen wir daher auf die Gründe hinter dieser krassen Entwicklung... Ja, also ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass TikTok die Abgründe der menschlichen Existenz darstellt und das in extremer Art und Weise. Aber irgendwo muss ja alles hin. Und wie ihr wisst, Freunde, bin ich ja mittlerweile auch absolut A1 TikTok-Star. Deswegen machen wir jetzt weiter. Von TikTok eingehen und einen Blick auf die Zukunft der Videoplattform werfen. Es wird also interessant, erschreckend und überraschend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir unsere Analyse. Shoutout an Wissenswert. Von TikToks grenzwertiger Veränderung mit dem wohl offensichtlichsten Grund, aus dem TikTok immer schlimmer wird. Und zwar mit der stark gestiegenen Popularität der App. Während TikTok im Jahr 2018, kurz nachdem es aus dem Zusammenschluss der Lip-Sync-App Musical.ly und der chinesischen Video-App Douyin hervorging, nur 150 Millionen aktive Nutzer weltweit hatte, sind es mittlerweile alleine in Europa so viele. Insgesamt wurde TikTok bis heute unglaubliche 3 Milliarden Mal heruntergeladen und ist in fast allen Ländern der Welt verfügbar. Selbst in unserem kleinen Deutschland hat die App etwa 20 Millionen Nutzer. Oder anders ausgedrückt, jeder vierte Deutsche nutzt TikTok. Ja, Digga, das kommt wirklich gut hin, die Zeit. Du darfst nicht vergessen, es gibt viele alte Menschen in Deutschland, die keine Ahnung haben vom Internet und nichts verstehen, Bro. Also jeder vierte von den Leuten, die man so sieht, die draußen rumlaufen, ist safe jeder zweite. Jeder zweite, den du siehst, besitzt TikTok, Digga. Durch diese krasse Popularität bei uns cooleren Leuten, so wie jüngeren Leute, da sind safe sogar noch ein bisschen mehr. Weil ich kenne wirklich fast keinen, der keinen TikTok hat und ich denke, bei euch ist es ähnlich, Freunde. Ist im Laufe der Jahre natürlich auch der Wettbewerb unter den Creatern enorm gestiegen. Während man früher noch mit harmlosen Videos, wie sie die TikTok-Urgesteine Lisa und Lena machten, schnell Follower und Millionen von Views generieren konnte, muss man sich heute einiges einfallen lassen, um aus der riesigen Masse von Creatern herauszustechen. Klar, genau deshalb setzen Videoschaffende auf TikTok logischerweise auf immer extremere Inhalte, damit Zuschauer überrascht und geschockt bei ihren Videos hängen bleiben und nicht sofort weiter swipen. Das wahre Problem dabei liegt aber nicht bei den Creatern, sondern bei TikTok selbst. Denn tatsächlich belohnt der Algorithmus von TikTok solche heftigen Inhalte auch noch. Welche Videos nämlich bei besonders vielen Nutzern... Digga, letztens wurde einfach ein Video von mir gesperrt, weil ich habe so einen kleinen Meme-Clip aus einem meiner letzten Videos bei TikTok hochgeladen. Da war ein kleines Kind, das sich so gedreht hat in einem Go-Kart, weil es hat halt voll durchgelenkt, das Kind hat sich gedreht. Diggi, ich hab's geuploadet, 2 Minuten später, TikTok hat's gesperrt. Ich habe so eine Beschwerde eingereicht bei TikTok. Die haben gesagt, ja, wenn es noch 2-3 Mal passiert, wird ihr Account gesperrt. Bruder, ich dachte kurz, was ist los mit der App, Digga? Wollen die mich gerade verarschen? Ich habe Beschwerde eingereicht. Nach 3 Tagen hieß es, ah, sorry, Diggi, Video ist doch nicht schlimm, kannst weitermachen. Danke, TikTok, Grüße gehen raus. Dann auf der For You-Page auftauchen, entscheidet ein automatisiertes System anhand von verschiedenen Metriken. Der Algorithmus bezieht hier unter anderem mit ein, welche Videos ihr zuvor geliked, geteilt, kommentiert oder auch einfach nur länger angeschaut habt und empfiehlt euch auf dieser Basis weitere Videos, die das System für passend hält. Ja. Natürlich liegt es aber in der Natur des Menschen, bei heftigen Inhalten dran zu bleiben. Daher geht der Algorithmus bei solchen Inhalten davon aus,
aus, dass diese Inhalte besonders gut seien und zeigt euch in der Folge immer mehr ähnliche Videos an. Ihr kennt dieses Phänomen wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, denn wenn ihr einmal überrascht und verwundert, beispielsweise bei den absurden und frauenfeindlichen Aussagen des Influencers und mutmaßlichen Menschenhändlers Andrew Tate hängen geblieben seid, besteht euer Feed in der Folge gefühlt fast nur noch aus Bruder, wissenswert hat anders gegoogelt, Digga, sag ich dir ehrlich. Er hat erstmal... Egal, Digga. Was soll ich dir sagen? Rotate-Videos. Ein Team von Journalisten hat dieses Phänomen für eine Pulsreportage sogar schon einmal getestet und mit neu eingerichteten Accounts extra Videos angeschaut, die sich Bruder, wir müssen auch sagen, diese Reportagen von der Lady, ich weiß nicht, wer sie ist, aber die Reportagen von der Lady sind wirklich ganz besonders. Also... die hat ja auch diese Valorant-Reportage gemacht über Frauen beim Gaming, Bruder, wo die das am Ende gefaked hatten. Also, weiß ich jetzt nicht, ob das der beste Punkt ist, lieber wissenswert Mensch oder liebes wissenswert Team. Und mit neu eingerichteten Accounts extra Videos angeschaut, die sich um das Thema Selbstverletzung drehten. Das erschreckende Ergebnis: Schon nach kurzer Zeit ging es in fast jedem dritten Video im Feed um Selbstverletzung und Suizid. Das kann einen halt wirklich bis zum Tod führen. Aber wie kann das sein? Ja, denn angeblich möchte TikTok solche verstörenden Inhalte eigentlich gar nicht weiter verbreiten und löscht sie teilweise auch. Ja, und dann bannen die aber mein Video, Digga. Absolut unwichtig, Digga. Diese Sperre von TikTok ist so Schwachsinn. Es soll sogar hunderte Mitarbeiter geben, die den Content moderieren und Contentfilter gegen die heftigen Inhalte programmieren. Ja. Aber davon merkt man auf TikTok nach wie vor wenig. Teilweise bleiben problematische Inhalte monatelang online und werden in dieser Zeit von unzähligen Jugendlichen gesehen. TikTok wird also kaum reguliert und es sieht tatsächlich auch nicht so aus, als ob ByteDance, das Unternehmen hinter der App, ein allzu großes Interesse daran hat, diesen Umstand zu ändern. Ein Blick auf die Ausgaben des Unternehmens zeigt nämlich, dass man wesentlich mehr in Werbung und Content investiert als in Sicherheit. Möglich wäre eine bessere Regulierung von TikTok aber sicher. Das zeigt zum Beispiel der Umstand, dass das hier bekannte TikTok in seinem Heimatland China verboten ist und der chinesische Konzern hinter der App die Videoplattform dort unter dem Namen Douyin völlig anders betreibt, nämlich streng reguliert und zensiert. Schlimme Videos, wie sie hier gezeigt werden, kommen dort so gut wie gar nicht vor. Die kaum vorhandene Regulierung beschränkt sich allerdings nicht nur auf die Videoinhalte in der App. Auch die Kommentare auf TikTok werden so gut wie gar nicht moderiert oder gelöscht. Und in der Folge passiert dort das, was im Internet eigentlich immer passiert, wenn es keine Moderation gibt. Menschenverachtende, gefährliche, religiöse oder politisch extreme Kommentare breiten sich wie eine Seuche rasend schnell aus. Jedes noch so harmlose Video wird mit Hasskommentaren geflutet. Auch dieser Umstand trägt natürlich dazu bei, dass die App immer extremer wird. Doch warum kümmert sich TikTok? Digga, da auf jeden Fall auch Grüße an die Leute, die aktiv TikTok-Kommentare schreiben und nichts anderes im Leben zu tun haben. Also das kenne ich auch von meinem TikTok gut. Aber an die Kollegen, die jetzt TikTok betreiben oder auch YouTube, lasst euch nicht demotivieren von kleinen Larrys, Digga. Es wird immer Larrys geben und es wird immer Leute geben, die sich eine Meinung machen über dich. Das ist vollkommen okay. Und ich sag dir so, jemand sehr Gesundes, der würde zwar seine Meinung schreiben, aber keinen Hasskommentar, Bruder. Deswegen alles entspannt. Der Person geht's selber nicht ganz so gut. TikTok eigentlich nicht richtig um dieses riesige Problem, was andere große Plattformen wie beispielsweise YouTube oder Instagram aber verhältnismäßig gut im Griff haben. Der einfache Grund hierfür lautet, weil das Unternehmen aktuell einfach noch nicht genug Druck von außen bekommt. Viele Politiker weltweit haben zwar schon erkannt, welche enormen Gefahren TikTok gerade für Jugendliche birgt, und es gibt auch immer wieder Drohungen verschiedener Länder, die Firma hinter TikTok. Ist einfach Mr. Latta, Digga, Mr. Latta. TikTok zu bestrafen und sogar die App zu verbieten. Wirklich umgesetzt haben diese Drohungen aber bisher nur wenige Staaten. In Pakistan beispielsweise ist TikTok seit 2020 wegen unmoralischen und unanständigen Inhalten komplett verboten. In Frankreich darf die App nur nicht auf Diensthandys von Beamten installiert werden. Und im US-Bundesstaat Montana wird voraussichtlich ab 2024 ein komplettes Verbot in Kraft treten. Das ist krass, aber zum Beispiel in den USA dürfen auch Regierungspersonen TikTok nicht auf deren Betriebshandys
verwenden. Aber nicht nur der Druck durch mächtige Staaten fehlt, um TikTok dazu zu bringen, sich besser um gefährliche Inhalte zu kümmern. Es gibt ebenfalls wenig Druck durch riesige Konzerne, die in der App Werbung schalten. Aber da muss ich auch sagen, es heißt, TikTok macht nicht genug für die Sicherheit der Leute und der Nutzer, weil sie noch keinen Druck bekommt, also die Plattform. Aber da denke ich mir doch auch, warum denn erst abwarten, bis die Kerze ausgebrannt ist, Digi? Warum nicht einfach jetzt schon das machen, weil es beginnt ja schon. Es gibt ja schon verschiedene Staaten und Länder, die TikTok gesperrt haben. Warum wird die App nicht einfach jetzt schon was unternehmen wollen? Also es wäre doch vollkommen logisch, die haben doch zu 100% genügend Cash. Du kannst mir nicht erzählen, dass TikTok nicht genug Geld hat. Nicht genug Möglichkeiten, nicht genug Mittel, um das da zu reinigen, die Probleme, die offen stehen. Während bei YouTube zum Beispiel ein großer Teil des Werbeumsatzes von bekannten Unternehmen wie Coca-Cola, Apple, Red Bull oder Mercedes stammt, die penibel darauf achten, dass ihre Anzeigen nur in einem sehr harmlosen und werbefreundlichen Umfeld ausgestrahlt werden, gibt es unter den Werbekunden von TikTok eine Aufsplitterung auf viele kleinere Unternehmen. Fallen von diesen kleinen Werbekunden einige weg, weil ihnen TikToks Verhalten nicht gefällt, hat dies also nicht so extreme Auswirkungen auf den Gesamtumsatz, den der chinesische Konzern mit Werbung erwirtschaftet. Aber selbst wenn Regierungen und Werbekunden größeren Druck auf TikTok ausüben würden, würde dies einen anderen Faktor, der TikTok immer schlimmer macht, wohl nicht stoppen können. Neben extremistischen und gefährlichen Inhalten hat die Video-App nämlich auch ein Problem mit einem anderen Phänomen, das sich in letzter Zeit rasend ausbreitet. Die ganzen OnlyFans Hoes, bruv. Oder? Beispielhaft seien hier die sogenannten... Entschuldigung, ich korrigiere mein French. Ich meine natürlich die OnlyFans betreibenden Frauen, die für die Frauenfreiheit dastehen. Oh, ich hab den Sound gesperrt, Dicker. Beispielhaft seien hier die sogenannten Thirst Traps und Battle Streams genannt. Als Thirst Trap, wörtlich übersetzt Durstfalle, bezeichnet man freizügige und anrüchige Inhalte, die im übertragenen Sinn durstige Zuschauer dazu verleiten sollen, den meist weiblichen... Ey, das ist so asozial, Bruder, weißt du das eigentlich? Weißt du nicht, dass das so asozial ist für Leute, die mit dieser App aufwachsen? Dicker, wie sollst du denn... Wie sollst du denn als Junge jemals wieder da rauskommen, wenn du in dieser verkackten Scheißwelt lebst von TikTok? Mit diesen ganzen Scheiß-Traps, Bruder. Wirklich, du kommst da doch nicht mehr raus. Du kommst da doch nie wieder raus, Digga. Du bist einmal alleine, du likest 5 Bilder, du kriegst dein Leben lang Scheiß-Videos von irgendwelchen netten Damen, nennen wir es jetzt einfach mal so, die ihre OnlyFans-Accounts vertreiben. Und du musst wirklich, du musst ein Krieger sein, dass du nicht andauernd auf deren scheiße Links gehst. Also ich kann stolz von mir behaupten, ich mache es nicht. Aber ich denke, jeder von uns wurde schon mal gefangen in so einer Falle von vielen Damen, die dich dann eben da auf der Plattform halten oder eben auch auf andere Plattformen rüberziehen. Und du kannst da einfach nichts machen, außer aufzuhören, Digga. Du kannst das einfach nur durchziehen wie ein Krieger oder du kannst dich fallen lassen und weiterhin alles verkacken in deinem Leben und die werden reich. Videoerstellern, da werde ich auch wieder sauer, Digga. Geschenke was zu soll ich schicken dazu sagen? Oder ihre kostenpflichtigen Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans zu abonnieren. Neben den Thirst Traps nehmen aber Digga, auch... Scheiß Thirst Traps sind so fucking nasty, Bro. Es ist echt ekelhaft. Wirklich, Freunde, bleibt weg von der Scheiße. Ohne Witz, bleibt weg davon. Das ist eine Hölle. Das ist eine Falle, aus der du nicht mehr rauskommst. Das ist wirklich übel, vor allem, wenn du damit aufwächst. Digga, du brauchst... Willenskraft. Willenskraft ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Ich hoffe, ich habe jetzt diesen Upper Red Clip hier eingespielt. Das wäre 10 von 10 Comedy. Und dann, Freunde, mit der Willenskraft raus da. Die Battle-Streams mittlerweile absurde Züge an. Wenn ein TikToker über seinen Account... Was? Monta hat auch Battle-Streams gemacht. Digga, das finde ich schon übel. Das ist schon hart. Also, krass. Streamt, können Zuschauer ihm über die App virtuelle Geschenke schicken, die dieser später in Echtgeld umwandeln kann. Was ursprünglich als nette Funktion gedacht war, mit der Fans ihre Lieblingscreator unterstützen können, ist aktuell aber völlig ausgeufert. Unzählige TikToker haben nämlich mittlerweile das Potenzial dieser Einnahmemöglichkeit erkannt und veranstalten keine normalen Livestreams mehr, sondern reine Battle-Streams, die nur darauf abzielen, den Zuschauern möglichst viel Geld aus der Tasche
zu ziehen. Was? Hierbei täuschen sie sogar oft schlimme Schicksale vor, um Mitleid zu erregen, und geben beispielsweise vor, behindert, schwer krank oder vom Krieg betroffen zu sein. Manche der Online-Bettler zeigen sich oder sogar ihre Kinder im Krankenbett oder betend in angeblichen Flüchtlingslagern. Auch deutsche TikToker, wie beispielsweise der durch seine zahlreichen Skandale bekannte Drachenlord, haben das Potenzial von Battle-Streams schon erkannt. Der ehemalige YouTuber, der Nein, Bruder, also wirklich absoluter Schmutz. Und ich muss auch sagen, wenn ich bekannt werde, Digga, wirklich, wirklich bekannt, ich werde keine scheiß Battle-Streams machen. Wenn ich welche mache, dann dürft ihr mich weghaten, Leute, aber ich werde keine machen. Wirklich nicht. Also, Digga, Battle-Streams muss ich nicht machen, Bruder. Also, das ist wirklich der Abschaum und der Schmutz der Welt. Keine Ahnung, Mann. Ich find's auch ehrlich gesagt von... Ja, Digga, was soll ich sagen? Von Monte ein bisschen... Naja, also ich meine, er hat auch einige Zeit lang eher negativ geschimpft gegen TikTok geredet. Und jetzt selber Battle-Streams zu machen, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. So. Keine Ahnung, Mann. Was soll ich dazu sagen? Er wird schon wissen, was er macht, ne? Aktuell durch eigenes Verschulden keinen festen Wohnsitz hat, täuscht in seinen Livestreams regelmäßig extreme Armut vor und bettelt um Geld, wird gleichzeitig aber immer wieder als Gast in teuren Hotels gesehen. Und nicht mehr streamen, das heißt, wenn das heute bezahlt wird, habe ich in den nächsten Tagen irgendwann kein Internet mehr und kann ich nicht mehr streamen. Und dann habt ihr gar keine Streams mehr. Zu allem Überfluss pusht der TikTok-Algorithmus diese Battle-Streams auch noch extrem und beschert ihnen so viele Zuschauer. Und das aus gutem Grund. Das Unternehmen behält nämlich einen großen Teil des Geldes, das Zuschauer ausgeben, um den Online-Bettlern Geschenke über die App zu schicken. Ja. Während all diese bisher genannten Gründe TikTok für jeden gut sichtbar immer schlimmer und gefährlicher machen, gibt es noch einen Punkt, der für die Nutzer negativ ist, ohne dass sie es bemerken. Die Video-App ist nämlich eine echte Datenkrake. Das heißt, dass TikTok von seinen Nutzern im Hintergrund riesige Datenmengen sammelt. Die App erfasst beispielsweise Namen, Adresse, Geburtsdatum, den Browserverlauf, die Kontaktliste des Smartphones und zahlreiche andere private Informationen der Nutzer. Allerdings muss man hierbei fairerweise hinzufügen, dass natürlich auch US-amerikanische Unternehmen wie Meta, Google oder Amazon hier nicht gerade besser sind. Bleibt zuletzt noch eine Frage. Wenn TikTok schlimme und heftige Inhalte... Deswegen darf zum Beispiel auch Leute vom amerikanischen Staat, von der Regierung, die dürfen zum Beispiel TikTok nicht runterladen, weil sonst die Chinesen da deren Daten sammeln würde. Halte belohnt und quasi der digitale Wilde Westen ist, wird es dabei auch bleiben? Wie sieht die Zukunft von TikTok aus? Und könnte die Plattform seinen Wandel zum Negativen irgendwann wieder rückgängig machen? Nö, tatsächlich stehen die Chancen dafür, dass die Flut von gefährlichen und extremen Inhalten bald endet, gar nicht so schlecht. Warum? Da die USA ein extrem wichtiger Markt für die App sind, hat das Unternehmen hinter TikTok nämlich schon signalisiert, dass es umfangreiche Zugeständnisse machen und sich der Kontrolle durch die USA beugen will. Auch die EU führt noch in diesem Jahr ein neues Gesetz für digitale Dienste ein, auf dessen Grundlage die App wohl komplett verboten werden könnte, wenn sich der chinesische Konzern nicht zukünftig an alle Regeln hält. Was haltet ihr von diesen Maßnahmen und vom aktuellen Zustand von TikTok? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Digi, also muss sagen, TikTok auf jeden Fall die App des Jahrhunderts, Digga. Es gibt, glaube ich, nichts auf der Welt, was süchtiger machen ist als TikTok. Also gefühlt, die Leute akzeptieren lieber ihren eigenen Untergang, als aufzuhören, TikTok zu schauen. Und das ist natürlich eine super Nummer, aber da muss man jeder sagen, jeder schmiedet sein eigenes Schwert in diesem Fall. Ich denke, es ist wichtig, diese Informationsvideos sich mal reinzuziehen ab und zu. Und auf jeden Fall auch Kuss geht raus an Wissenswert. Kann man auf jeden Fall liken, die guten. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, meine allergeilsten, meine Liebsten, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Commentary oder ein Abonnement. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ja. Kuss.